Moin, moin und willkommen zurück, ihr Lieben. Heute soll es wieder gehen um das Thema Farben. Und zwar um diese drei hier: die Scale, die Proacryl und die Chimera Colors. Ich habe die euch in einem anderen Video schon mal vorgestellt, so unter dem Hashtag Premium Farben. Habe schon ein bisschen was erzählt. Ich bin jetzt hier aber nochmal öfters gefragt worden, wenn ich jetzt von meinen Basic Farben, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr zum Beispiel Vallejo habt oder Army Painter, vielleicht auch Citadel, dass ihr halt eher auf eine Premium-Farbe in Anführungszeichen umsteigen wollt. Welche der drei soll ich nun nehmen? Es gibt natürlich noch mehr, aber das sind halt die drei Farben, die hier in diesem Haushalt existieren. Und die haben auch alle hier ihre Existenzberechtigung und dazu möchte ich euch halt ein bisschen was erzählen. Zuerst kommen wir zu der Scale Color, die ist hier ganz links und das ist ja so meine Go-To-Farbe, dass ich halt immer sage so. Wenn ihr halt von dem Vallejo-Sortiment zum Beispiel kommt, dann guckt euch mal Scale an, ob ihr Scale-Farben haben wollt. Wieso sage ich das? Scale ist halt, das hat so ein Medium, das ein bisschen gelartiger ist. Da kommen Anfänger immer nicht so richtig mit zurecht. Ich muss mir gerade mal einen Pinsel raussuchen. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Das werdet ihr jetzt nicht groß sehen, den Unterschied, aber dieses Gel-Medium ist wirklich so eine. Muss man mögen, braucht man nicht. Ich fand es am Anfang auch total furchtbar. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr dann sofort aufgeben sollt. Aber das hat ja halt diese andere Art Medium. Muss man sich dran gewöhnen. Was da jetzt aufgekommen ist, wo ich erst dachte, so nein, was wird denn da erzählt? Was für ein Quatsch. Es stimmt aber, Scale-Farben sind nicht deckend. Und das ist mir so nicht aufgefallen, sage ich jetzt mal, weil ich ja diese Too-Thin-Coats gewöhnt bin. Also, dass man praktisch zweimal dünn bemalt und dann ist es halt deckend. Aber auf dem ersten Coat ist es halt nicht deckend. Im Gegensatz zu diesen beiden anderen Farben, die halt jeweils im ersten Coat deckend sind. Das heißt, wenn dann die Leute sagen, so, oh, ich habe mir jetzt eine Premium-Farbe gekauft, das muss sofort drüber ballern. Nein, tut es nicht. Das macht es halt trotzdem nicht zu einer schlechten Farbe. Es ist halt vor allem für Leute, die halt gern lasieren. Ich bin ja irgendwie in letzter Zeit mehr so die Lasierende geworden, dass man da natürlich schön Highlights machen kann, wenn die Farbe nicht komplett drüber prügelt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit einem Monument Purple einen dicken Strich als Highlight drüber mache, dann ja, blendet sich das nicht ineinander ein, wenn ich zwei verschiedene Farben habe. Wenn ich hier so eine Farbe habe, die leicht lasierend ist, macht das natürlich schönere Übergänge. Muss man über Scale noch wissen? Scale trocknet matt aus, was ich persönlich mal sehr schön finde, dass es mich halt auch nicht stört beim Malen. Ich warnische ja eh alle meine Figuren und wende dann nach dem Varnischen nochmal Gloss-Varnisch oder Seidenmatt-Varnisch an, um halt verschiedene Teile in der, ja, glänzig oder Mattigkeit, die ich haben möchte, zu haben. Von daher finde ich das super, weil mich stört das eher, wenn halt so Farben Hochglanz sind. Wenn ich male, das verfälscht dann manchmal auch ein bisschen die Farben. Und dann kommt halt irgendwie Matt-Varnisch drüber und sieht auf einmal die Farbe ganz anders aus. Also wenn ihr Matt-Varnischt und dann auf einmal sprüht und auf einmal ist irgendwie so diese Sättigung weg, das liegt halt meistens daran, dass die halt dann glänzend austrocknen und wenn man sie dann matt macht, sehen sie auf einmal anders aus. Das habt ihr hier halt nicht. Nachteil bei diesen Dingern ist, dass die halt häufig hier an dieser Tülle oben eintrocknen. Das hat man auch bei den Vallejo-Farben. Ich habe dafür jetzt hier von Basti, der hat so Filznadeln gekauft. Den Tipp hat er selber bekommen. Und damit kann man diese Tüllen aufpieksen, wenn man sie halt schnell braucht. Kann man auch mit einem Zahnstocher machen, aber hier ist es natürlich um einiges umweltfreundlicher. Den muss ich jetzt mal wieder ein bisschen abkratzen, dann ist er auch wieder schick. Dann ist er wieder am Start. Vorteil an Scale ist, dass man das Komplettset kaufen kann. Das heißt, ihr könnt ein Set kaufen, wo dann einfach 62 Farben drin sind. Das ist dann die komplette Range. Es gibt nochmal eine Zusatzrange, wo dann nochmal Fluor- und Metallic-Farben drin sind. Und das ist dann halt auch noch ein Punkt. Es gibt Scale auch in Metallic-Farben. Ihr wisst, ich bin kein Non-Metallic-Metal-Fan, habe ich schon oft genug erwähnt. Ich male TMM, True Metallic Metal. Und dann ist es halt auch mal schön, eine Metall-Range zu haben. Von daher Scale auch so. Zeit halt sehr gut überall verfügbar. Deswegen ist immer Scale so die Farbe, wo ich halt sage, geht danach dahin. Aber wir haben hier auch noch zwei andere Farben. Kommen wir zu der Proacryl. Proacryl ist sehr wässrig. Das heißt, die separiert sich auch auf der Palette ganz gerne. Hat dann aber halt den Vorteil, dass sie sich zum Beispiel 1A durch die Airbrush sprühen lässt. Also ich nehme zum Beispiel diese Farbe unverdünnt.
Ohne Flow Improver so durch die Airbrush haben die Probleme gehabt. Hier seht ihr auch die verschiedenen Deckkräfte gerade. Ne? Hier sitzt es so ein bisschen federig und hier ist es halt wirklich deckend. Das Problem bei Proacryl ist halt mit der Verfügbarkeit, das ist halt immer schwierig. Da gibt es, glaube ich, drei Sets, die man sich kaufen kann. Komplettsets. Immer schwer mit der Verfügbarkeit. Auch schwer, teilweise einzelne Farben nachzukaufen, was bei Scale jetzt halt einfach ist. Ist halt da, also ich empfehle halt ungerne Farben, wo ich dann weiß, okay, ich habe jetzt zum Beispiel gerade das Bright Ivory von Proacryl ist leer. Ich finde es nirgendwo einzeln. Und wenn es halt einzeln ist, ist es halt ausverkauft. Und das ist halt immer doof, wenn man dann halt hingehen muss, sich die gleiche Produktrange nochmal kaufen muss. Aber sonst, wie gesagt, ich male damit sehr, sehr gerne. Basti eher weniger, weil er dieses Flüssige nicht mag. Und auch auf der Nasspalette neigt es halt dazu, dass es sich halt leicht separiert. Aber halt gerade so diese Airbrush, Funktion ist für mich halt mega klasse, dass ich halt gleich einen deckenden Coat habe. Ich kann das so sprühen. Ich muss nicht sonst irgendwie mit dem Airbrush-Thinner und so immer dran. Das ist das. Hier haben wir auch einen Dosennachteil. Das heißt, die haben hier diese innovativen Schraubdinger, womit man die Farbe auf die Palette macht. So, wenn man jetzt hier gedrückt hat und die wieder zumacht, dann kommt hier oben immer dieses Freudentröpfchen raus. Das ist dann immer ein bisschen verschwendet. Ich mache das immer zusätzlich nur auf die Palette. Das heißt, ich mache immer ein bisschen, schon ein bisschen weniger Farbe auf die Palette, weil ich weiß, da kommt halt noch dieses Lusttröpfchen da zum Schluss raus. Und dann habe ich das halt nicht verschwendet, dann ist das halt da. Man kann so welche Flip-Tops dafür kaufen als Ersatz. Finde ich aber halt auch ungünstig. Wenn ich schon halt viel Geld für eine Farbe ausgebe, dann hätte ich dann halt auch gerne schon das Pöttchen dazu. Weil 10 von diesen Dingern kosten dann auch so wieder so viel wie eine Farbe. Ich habe jetzt, glaube ich, 30 oder 40 Farben. Das heißt, ich müsste irgendwie 20 € ausgeben, um die alle umzurüsten. Ne? Müsst ihr halt wissen. Ich finde es ein bisschen schade. Es ist eine coole Idee, weil dadurch verstopft das halt auch nicht. Und ihr habt halt immer eure Farbprobe oben drauf, aber es ist halt nicht optimal. Da müsst ihr manchmal auch da oben dieses Tröpfchen, was dann da noch rauskommt, nochmal abkratzen, damit ihr dann weiter machen könnt. Also ja, das dazu, aber trotzdem gute Farbe. Dann kommen wir zu den Chimera Colors. Die schlechteste Verfügbarkeit von allen Farben, die ist immer ausverkauft, auch meistens nur in Sets verfügbar. Eigentlich, ich habe das einmal gesehen, dass es die einzelnen gab. Das ist das Problem, aber sonst eine super Farbe. Von der Viskosität der Farben heute hier, also von der Dicke, ist das mit Abstand die dickste Farbe, die man hat. Und sie ist halt auch sehr deckend im Gegensatz zu der Scale. Das heißt, mit einem ja, Strich seid ihr halt gedeckt. Muss man halt sehr stark verdünnen, aber man kann sie auch sehr stark verdünnen. Also man kann die Farbe halt auch verdünnen bis zum Get-No und hat halt immer noch teilweise so eine krasse Deckkraft. Also es ist ja schon fast Wasser und ihr seht hier, was es halt immer noch an Pigmenten hat. Das ist halt, da kann man sich das halt so hin verdünnen, wie man möchte. Muss aber halt definitiv verdünnt werden, um das irgendwie zu verarbeiten. Ein großer Vorteil von den Chimera Colors ist, dass das Pigment gelistet ist. Das heißt, das ist was für Farbenmischer. Also das ist auch, glaube ich, die Farbe mit der geringsten Produktline, zumindest wenn man den aktuellen Kickstarter nicht mitzählt. Scale hat die meisten Farben, Proacryl zieht halt relativ nah nach. Die haben halt im Vergleich die wenigsten Farben, aber ihr könnt euch alles mischen, weil ihr habt immer ein Pigment. Leute, die nicht viel mischen, die sagen dann immer so, ja, was hat denn das... Hat denn das damit zu tun mit Mischen und so? Das ist immer ein bisschen schwierig. Umso weniger Pigmente ihr habt, umso besser könnt ihr halt mischen. Wenn ihr halt dann hingeht und sagt, ihr wollt hier einen anderen Ton, die hat sich gerade sehr stark separiert, die haben wir ersetzt gekriegt, also wundert euch nicht. Dann seht ihr halt, ihr habt nur zwei Pigmente, lässt sich leichter mischen. Bei den anderen sind die Pigmente gar nicht gelistet und das ist meistens eine Pigmentmischung. Jetzt sagt man halt immer, ja, ist denn das überhaupt wichtig? Da habe ich euch hier mal diese Dose hingelegt. Das ist ja meine Basing-Dose. Ich muss mal kurz Pause machen. So, sorry, ich musste kurz schneiden. Der Nachbar fängt natürlich gerade jetzt an zu mähen. Ich wollte euch gerade das Mischen erklären. Das ist immer so ein bisschen schwierig mit den Pigmenten zu sagen, so ja, warum brauche ich denn weniger Pigmente? Und ja, dann könnt ihr euch halt vorstellen, dass ihr halt jetzt so eine Farbe habt, so ein Purple. Und dann sind hier, was weiß ich, blaue Pigmente drin, dann sind rote Pigmente drin, dann ist noch Medium, dann ist vielleicht noch so ein kleines bisschen gelbstichig drin, dass es ins Bräunliche geht und das schwimmt hier halt alles drin herum. Dann wollt ihr das vielleicht mischen mit einem anderen schönen Ton, vielleicht zum Beispiel mit einem Gelb. Dann kommen hier noch gelbe Pigmente dazu und dann habt ihr das, dass sich das nach einer Weile separiert. Ihr seht das auch hier, das ist alles schön gemischt in der Box.
Aber man sieht einfach, manche Pigmente sind halt schwerer, manche sind leichter und dann habt ihr die mehr an der Oberfläche und dann habt ihr halt auch gerade so das Problem, wenn ihr halt hier irgendwie das auf der Palette habt, dass sich das halt nach einer Weile dann separiert, dass ihr dann oben nur noch die leichten Pigmente habt und unten die schweren. Und das ist dann immer das Problem, in Anführungszeichen, beim Mischen. In der Flasche selber ist das dann immer vom Hersteller schon so gemischt, dass das halt nicht passiert, dass ihr halt so ein durchgängiges Granulat habt, weil die dann natürlich darauf achten, die mischen das halt in der Firma so ab. Aber wenn ihr dann halt anfangt, mit anderen Farben zu mischen, mit anderen Tönen, dann könnt ihr halt sowas haben. Die Wahrscheinlichkeit ist halt viel geringer, umso weniger die Pigmente halt sind. Das heißt, wenn ihr hier nur schwarz, also hier die schwarze Stein und Sand habt, dann passiert das um einiges weniger, als wenn dann noch beim Gelb dann noch braune Pigmente drin sind und, dann kann das um einiges leichter passieren. Das ist immer das mit der Pigmentreinheit. Wenn ihr euch schon mal gewundert habt, warum die Leute dann immer so, oh, da ist nur ein Pigment drin und man denkt sich so, ja, warum ist denn das hier so wichtig? Halt aus diesem Grund. Das heißt, das ist halt die Line, die halt da ist zu mischen, halt alleine auch schon wegen der Pigment, wegen der reinen Größe, zumindest jetzt vom Kickstarter, dass man halt auch mischen muss. Wenn man jetzt sagen würde, man würde nur noch Chimera benutzen, muss man halt definitiv mischen. Was dazu noch zu sagen ist, was ich bei der Proacryl jetzt vergessen habe, Proacryl gibt es jetzt auch in Metallic, das heißt für mich, TMM, wieder wunderbar. Die Chimera Colors gibt es nicht in Metallic. Das heißt, ihr müsst entweder Non-Metallic Metal malen oder ihr kauft Farben von einer anderen Serie dazu, mischt die. Auch gar kein Problem, also auch untereinander zu mischen. Es ist nicht so, wie Citadel immer propagandiert, wenn man das Citadel mit irgendwas anderem mischt, dass die Farbe explodiert. Gar kein Problem. Auch mit diesem Matt-Medium, mit diesem Medium, was da drin ist, kein Problem, die Farben untereinander zu mischen. Geht 1A. Alle Farben trocknen matt aus. Wobei Scale das matteste ist, danach kommt Chimera Colors, danach kommt Pro Acryl in der Regel. Auch da kann es natürlich sein, dass da Unterschiede sind, auch in den Farben selber. Natürlich muss es auch noch anfangen, der Finn zu trinken. Ihr wisst es, in jedem Video muss ein Meerschweinchen trinken. Ja, ich hoffe, ich habe euch hier so einen kleinen Überblick gemacht, was ich so in Erfahrung gemacht habe. Mit diesen Farben gemacht habe. Ach, bei den Chimera Colors wollte ich noch schnell sagen, das ist mir nämlich eben gerade wieder aufgefallen. Ich finde, bei den Chimera Colors sieht man immer relativ schlecht, wie die Farbe auf der Palette aussieht. Weil ich hatte die jetzt zum Beispiel rausgesucht und dachte so, sie geht mehr in die Farbe und dann sieht man halt, dass sie doch sehr rötlich ist im Moment von der Palette. Also das sieht man hier mal ein bisschen schlecht, aber gut, man kann halt auch den Deckel abflippen und sieht man es dann vielleicht ein bisschen besser. Auch da die beste Flasche, ihr seht es, verstopft nicht, hat hier so einen kleinen Pöppel drin. Ihr habt halt ab und zu hier so diese Trockenränder, die ihr dann mal abpulen müsst, wenn ihr die Farbe viel benutzt. Aber sonst für mich die beste Lösung würde ich mir bei der Pro Acryl auch wünschen und würde ich mir eigentlich auch bei der Scale wünschen. Also eigentlich sollten alle so welche Deckel haben. Ja, dann hoffe ich, ich habe an alles gedacht. Ich habe mir natürlich keine Notizen gemacht, wie das ein wahrer Profi macht. Haben alle ihre Daseinsberechtigung, bei uns auch. Also wir haben auch alle die Lines nebeneinander. Wir kaufen auch immer wieder Proacryl, Chimera, Scale nach, weil sie halt alle so ihre verschiedenen Dinge haben. Müsst ihr jetzt natürlich nicht, ihr müsst jetzt nicht hingehen und von allen die komplette Ranges kaufen, das ist auch viel zu teuer. Aber denkt dran, ne? Auch immer noch, auch die teuerste Chimera Color ist auf dem Milliliter gerechnet immer noch günstiger als Citadel-Farben. Das muss man immer dazu sagen. Also selbst wenn man sagt so, boah, ist halt voll teuer, aber es ist halt 30 Milliliter und wenn ihr das dann mal umrechnet auf eine Citadel-Farbe, dann ist selbst die Chimera Color günstiger. Ist halt dann natürlich immer eine Anschaffung so eine Sache. Ne? Das ist halt mit den Sets, gerade die beiden, die es eigentlich nur in Sets gibt, die kann man ja inzwischen einzeln kaufen. Wenn man dann mal eben 120 Euro oder was teilweise hinblättern muss, um sich dann halt so ein Set zu holen oder zwei Sets, das ist dann halt schon immer bitter, als wenn man dann mal eine 3-Euro-Farbe dazu bestellt. Von daher müsst ihr euch überlegen, wenn ihr einzelne Farben davon bekommt, dann kauft erstmal einzelne Farben. Ich weiß, also not affiliated, die Pro Acryl gibt es, glaube ich, bei PK Pro einzeln. Aber auch mal schlechte Verfügbarkeit, aber da könnt ihr euch mal eine mitnehmen. Die Chimera Colors eigentlich, wie gesagt, eher nicht. Könnt ihr googeln. Vielleicht findet ihr die perfekte Quelle dafür. Dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Das interessiert mich auch immer sehr. So. Genug gelabert. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen so eine Entscheidungshilfe sein. Solltet ihr jetzt vor dem Punkt stehen, euch zu entscheiden, was ihr halt ja, euch zulegen wollt, oder ihr habt euch gerade irgendwie, was weiß ich, für die Scale entschieden, sagt dann aber so, boah, das ist aber überhaupt gar nicht mit der Deckkraft und so, ich bin total unzufrieden. Welche von den anderen Farben soll ich nehmen? Oder seid mit der unzufrieden und dann könnt ihr nochmal umschwenken. Kein Problem,
Ich bin auch schon mehrfach umgesattelt bei den Farben. Das funktioniert alles super. So, genug gelabert. Dann hoffe ich sehe euch nächste Woche wieder und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!